auf Basis von optischen Bildern. Dieser Temp-Pilot von Klaus, aufgebaut auf einem Axion 820 Cimatic mit einem HMF Leofan Spargel-Dampffräse. Dieses Lenssystem besitzt zwei Kameras, die Stereobilder aufzeichnet und damit eine zwei- oder dreidimensionale Bildauswertung durchführt, hat zusätzlich einen Lenkwinkelsensor und ist dadurch in der Lage, automatisch unterschiedlichen Strukturen zu folgen. In dem Fall ist es ein Spargeldamm, es kann eine Pflanzenreihe sein, es kann, können Fahrgassen sein, Furchen, Heu oder Strohschwaben. Diese automatische Lenkung mit Hilfe optischer Signale von zwei Kameras kann man auch in der Nacht einsetzen. Dazu hat das System dann, oder bekommt das System Signalscheinwerfer und kann eben auch als Schwaderkennung am Traktor und noch besser, sicher, sinnvoller am Glasfeldhändler, Feldhexer eingesetzt werden. Ja, damit wären wir mit der Vorführung automatische Lenksysteme heute Nachmittag auf den DLG-Feldtagen 2012 fertig. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen noch einen interessanten Nachmittag, späten Nachmittag hier auf den DLG-Feldtagen und sollten Sie über die zugegeben knappen Erläuterungen noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte direkt an die Hersteller, die jetzt dann, Sie sehen es hier, direkt zu Ihren Ständen zurückkehren. Herzlichen Dank, noch einen schönen Nachmittag und dann eventuell oder hoffentlich eine sichere und gesündere Einfahrt. Auf Wiedersehen.